Ach, Robin, du bist ja aufgewacht. Perfekt. Wie fühlst du dich heute? Ah, es geht mir besser. Aber mein Bein tut doch noch ziemlich weh. Papa, wo sind eigentlich Anna und Mama? Die sind gerade runtergegangen, sich etwas Essen zu besorgen und auch was zu trinken. Und für die zwei Kleinen hier natürlich auch etwas. Die haben mittlerweile wieder beide gute Laune. Nachdem Luna diese schlimme Operation überstanden hat, geht es uns allen besser. Stimmt's, Luna? Ja, und da freut sich dein Bruder Luca auch. Aber Papa, wie ist das nochmal alles passiert? Ich erinnere mich gar nicht mehr an alle Situationen. Du wolltest den Gefängnisausbruch verhindern und dabei hat Trick dir ins Bein geschossen. Mittlerweile wurden die zwei aber verhaftet. Trick und Track sind wieder in dein Haus gekommen und wollten den Goldbarren klauen. Was? Echt schon wieder? Die müssen doch mal langsam verstehen, dass es nichts mehr zu holen gibt. Nachdem sie beim ersten Mal eingebrochen sind, haben wir doch alles beseitigt. Anscheinend haben sie das nicht verstanden. Naja, sie hatten sich im Hohlraum unterm Wohnzimmer versteckt. Dort, wo wir vielleicht den Was? Da, wo ihr vielleicht den was? Ach, nichts. Ich wollte dir gar nichts sagen. Es ist eine Überraschung, Robin. Okay. Und wo ist meine Polizeiuniform? Die musste entsorgt werden. Die war voller Blut an deinem Bein. Deshalb ist ein Kollege auf dem Weg, der bringt dir eine neue. Der wollte sogar heute noch vorbeikommen. Okay, cool. Oh, mein Bein tut aber immer noch ganz schön weh. Das glaube ich dir. Dann schon dich mal weiter. Ich schau mal, wo die Mama und die Anna sind. Nicht, dass die sich hier im großen Krankenhaus verlaufen haben. Das wär's ja noch. Okay, dann versuche ich mal noch eine Runde zu schlafen. Ah, aber es ist viel zu hell. Naja, vielleicht klappt's ja trotzdem. Okay, kommt, dann lassen wir den Robin mal alleine. Der muss sich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Wir gucken mal, ob der Polizist schon eingetroffen ist. Trick und Track zählen auf mich. Sie haben den Besten der Besten damit beauftragt, sie wieder aus dem Gefängnis rauszubekommen. Das wird ein leichtes für mich. Der Plan ist auch schon geschmiedet, aber dafür brauche ich ihre Mithilfe. Und dafür muss ich sie informieren. Und dafür muss ich in die Polizeistation kommen. Jedoch, wie komme ich in die Polizeistation ohne Polizeioutfit? Ha! Nämlich gar nicht und deshalb werde ich mir jetzt eine Polizeiuniform besorgen. Ich warte nur noch auf den richtigen Moment. Na, sieh mal einer an, wie es der Zufall will. Haha, das wird ein leichtes. Ein gezielter Schuss auf den Frontreifen und dann dürfte ich mir die Polizeiuniform doch schnellstmöglich besorgen können. Genau, zielen und Feuer. Perfekt. Oh, das Motorrad hat es aber ganz schön zerlegt. Naja, ich brauche auch nur die Uniform. Der Rest ist mir egal. Dann werde ich mir die jetzt mal schnell überziehen und vielleicht auch noch einen Sanitäter für den armen Polizisten rufen. Der hat ja damit eigentlich nichts zu tun. Aber ich mache mich dann sofort auf den Weg zur Polizeistation. Trick und Track müssen informiert werden. Zentrale, bitte kommen. Zentrale hört. Es gab einen schlimmen Unfall an der alten Villa. Bitte schicken Sie dort mal einen Rettungswagen hin. Ein schlimmer Motorradunfall. Okay, wir haben verstanden. Ein Rettungswagen ist unterwegs. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Polizeistation. Das war ja ein leichtes. Naja, die Polizei weiß halt nicht, mit wem sie es jetzt zu tun haben. Denn ich bin der Beste der Besten. Wenn mir jemand einen Auftrag gibt, wird er erfüllt. Und das möglichst schnell. Und deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg. Auf zur Polizeistation. Hoffentlich ist die nicht zu gut bewacht. Oh verdammt, da sind sogar zwei SEK-Polizisten. Mit denen hatte ich es lange nicht mehr zu tun. Aber naja, vor ihnen habe ich auch keine Angst. Denn ich bin der Beste der Besten. Und keiner kann mich davon abhalten, meine Aufträge gut zu erledigen. Dann wollen wir denen mal was vorspielen. Los geht's. Huch, wer kommt denn da? Guck dir mal den an. Oh, der ist auch von der Polizei. Ich dachte schon. Was hat denn der für ein Outfit an? Hey Kollegen, na wie geht's? Wie läuft's? Uns geht's gut. Wo kommst du denn her? Wir haben dich bis jetzt noch gar nicht an der Polizeistation gesehen. Ach, ich bin von einer anderen Polizeidienststelle. Aber ich sollte heute etwas bei der Leitung vorbeibringen. Oh, okay. Und was genau? Es geht um die zwei Gefangenen. Ich habe eine wichtige Information für die Stationsleitung. Dürften wir die mal sehen? Es tut mir leid. Ich glaube, ihr habt keine Berechtigung für dieses Schreiben. Das ist nur für die oberste Polizeileitung zu sehen. Okay. Was machen wir denn da jetzt? Sollen wir ihn trotzdem aufs Gelände lassen? Ich weiß nicht, der Chef hat ja gesagt, wir sollen gut aufpassen. Ich weiß auch nicht. Rex, was hast du denn jetzt auf einmal? Ho. Euer Hund ist ja ganz schön scharf gestellt, kann das sein? Ja, das kann sein. Das ist Rex, unser SEK-Hund. Der hat eigentlich immer eine gute Nase, wenn es um verdächtige Personen geht.
Ach Spaß, das war doch nur Spaß. Du bist doch einer von der Polizei. Von daher, na komm, geh rein. Du kannst dich da drinnen umschauen. Der Frank ist der Stationsleiter, der sitzt da rechts oben. Okay, okay, dann schleiche ich mich mal an dem Hund hier vorbei. Ja, ja, du bist ein braver Hund. Könnt ihr das Tor öffnen? Frank, mach mal bitte das Tor auf. Tor öffnet sich. Okay, dann darfst du eintreten. Aber nicht zu lange bleiben, ja? Alles klar, ich brauche nicht zu lange. In 10 Minuten bin ich wieder draußen. Okay, perfekt. Kam der dir nicht ein bisschen komisch vor? Ich weiß nicht. Eigentlich gibt's keine Informationen, die wir nicht mitbekommen dürfen. Wir sind doch die beste Einheit der Polizei. Aber naja, das wird wohl sein. Es hat wohl alles seine Richtigkeit. Komm, wir konzentrieren uns darauf, weiter die Gefangenen zu bewachen. Keiner darf in die Polizeistation, der nicht dazu berechtigt ist. Da hast du recht. Komm, wir passen auf. Ha, das war ja ein leichtes, hier reinzukommen. Naja, dann werde ich jetzt mal den Frank auf die falsche Fährte locken. Hey Frank, willst du mal runterkommen? Ich habe eine Information für dich. Ich komme, einen Moment bitte. Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Frank, ich komme von einer anderen Polizeidienststelle. Und ich habe einen ganz, ganz wichtigen Hinweis für dich. Es geht um die zwei Gefangenen hier. Oh, okay, dann erzähl mal, was gibt's Neues? Wir haben ein paar Informationen bekommen, dass hier bald eine Gefangenenbefreiung anstehen soll. Und das Ganze soll so ablaufen, dass ein schweres Fahrzeug durch das Vordertor krachen soll und dann die Gefangenen befreien soll. Wir wollten euch nur darauf hinweisen, dass ihr vielleicht eure ganzen Leute vorne am Tor zusammenzieht, dass da auch nichts passieren kann. Ansonsten ist die Polizeistation ja gut geschützt, oder? Ja, ja, die ist eigentlich sonst super geschützt, bis auf den kleinen Riss, der da hinten an der Gefängniszelle ist. Aber ansonsten ist das wirklich hier ein Hochsicherheitstrakt. Hier kommt keiner raus und keiner rein, den wir nicht wollen. Ich würde mir gerade noch gerne einen eigenen Überblick über die Gefängniszellen verschaffen, wenn es okay ist. Na klar, mach das, aber bloß keine Zelle öffnen. Obwohl, das geht ja gar nicht. Die kann nur ich öffnen. Haha, okay, okay. Dann hoffe ich mal, dass ich dir helfen konnte mit der Info. Na klar, vielen Dank dafür. Wir werden sofort unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Vielen Dank, die Tore vorne werden gesichert. Hey Jungs, wir müssen die Tore besser schützen. Der Teil des Planes ist auch erfüllt. Super, jetzt werde ich nur noch Trick und Track einweihen. Und dann kann der Plan auch schon in den nächsten Tagen in die Taten umgesetzt werden. Wo sind die zwei denn? Ach, da hinten sehe ich sie ja schon. Na gut, dann gehen wir mal als erstes zu Trick und teilen ihm mit, was unser Plan ist. Na, endlich! Wir warten auch schon die ganze Zeit, dass du hier auftauchst. Ruhig, ruhig, Trick. Die Polizei soll keine Aufmerksamkeit bekommen, dass wir uns kennen. Also, ich habe den Plan so gestaltet. Die Polizei ist jetzt erstmal hier hinten von den Zellen abgelenkt. Sie werden sich auf einen Ausbruch vorbereiten, der vorne am Tor stattfinden wird. Das heißt, die ganzen Sicherheitskräfte werden am Tor zusammengezogen und wir haben hier hinten leichtes Spiel. Ich werde einen Kollegen beauftragen, dass er hier vorne ein Ablenkungsmanöver startet. In der Zeit werde ich hier hinten die Wand raussprengen. Entweder mit Sprengstoff oder ich reiß sie mit einem Auto raus. Das werden wir noch sehen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Haltet euch bitte in den nächsten 3 Tagen bereit. Mein Zeichen, was ich euch geben werde, sind 3 laute Klopfer gegen die Wand. Dann schiebt ihr bitte die Betten weg und wartet darauf, dass die Wand verschwindet. Und kommt so schnell wie ihr könnt raus. Wir haben danach keine allzu lange Zeit, um zu verschwinden. Hast du das verstanden, Trick? Ja, ist verstanden. Teilst du es auch noch Track mit oder soll ich das machen? Das mache ich auch noch. Und jetzt verhalte dich unauffällig. Ich gehe hoch zu Track. Okay. Haha, der Plan ist super. Wir wussten, dass wir uns auf dich verlassen können. Ja, ja. Ich bin ja auch der Beste. Da bist du ja endlich. Hast du einen Plan? Ja, genau. Ich habe ihn Trick auch gerade erzählt, also jetzt nochmal die Kurzfassung. Der Ausbruch wird wie folgt ablaufen. Ein Kollege von mir wird die gesamte Polizei vorne ans Tor locken und sie ablenken. In der Zeit werde ich hier hinten die Wand von den Gefängniszellen rausreißen oder rausspringen, das weiß ich noch nicht, und wir verschwinden. Hast du das verstanden? Super Plan. Ich wusste, dass wir uns auf dich verlassen können. Aber mit der Bezahlung... Was ist mit der Bezahlung? Wollt ihr hier rauskommen oder nicht? Ja, ja, die Bezahlung haben wir, aber können wir da nicht nochmal über den Preis sprechen? Der Preis steht fest. Entscheide dich jetzt, ob du zahlst oder nicht. Ja gut, ich zahle. Hauptsache, wir kommen hier raus. Okay, Track. Dann halte ich jetzt in den nächsten Tagen bereit. Ich verschwinde jetzt hier. Es wird langsam zu auffällig. Okay, und wie weiß ich, dass es losgeht? Ich werde 3-mal laut gegen die Wand hämmern. Und dann geht's los. Halte dich bereit. Alles klar. Und was sagen Sie? Sind die Zellen sicher? Sehr gut gesichert alles. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass die hier rauskommen. Die werden hier erstmal noch das ein oder andere Jahr verbringen müssen.
Haha, das denken wir auch. Es ist alles gut gesichert. Vielen Dank nochmal für Ihren Tipp und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ich muss wieder zurück ins Büro. Alles klar, ich werde mich auch auf den Weg machen. Dann schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Wir werden uns jetzt noch besser ausstatten mit besseren Waffen und die Tore werden noch sicherer gemacht werden. Hier kommt keiner rein. Sehr gut, sehr gut. Ich muss weiter. Dieser Hund hier macht mir doch ganz schön viel Angst. Der ist mir ein bisschen zu nah. Es ist schon sehr komisch, dass der Rex bei Ihnen so viel bellt. Eigentlich bellt er nur bei schweren Verbrechern. Er hat das immer im Gefühl. Ha, das ist ja komisch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Der scheint mir irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Naja, vielleicht täuscht mich da auch mein Gefühl, aber Rex hat doch auch darauf hingewiesen. Das Gesicht, das merke ich mir. Oh Mann, wo bleibt denn jetzt der Polizist, der Robins Uniform bringen wollte? Mann, die haben immer Verspätung. Schlimmer Polizeimotorradunfall. Mit einer Person, schwer verletzt. Das Motorrad hat es total zerlegt. Oh, das hört sich nicht gut an. Das könnte sein, dass das der Polizist ist, der Robin seine Uniform bringen wollte. Entschuldigen Sie? Ja, was ist denn? Ich habe gerade ganz wenig Zeit. Was ist denn da mit dem Motorrad passiert? Da wurde auf ein Polizeimotorrad geschossen und die Polizeiuniform wurde geklaut. Genaueres kann ich Ihnen leider nicht sagen. Oh, okay, dann kümmern Sie sich mal gut um den Polizisten. Das machen wir. Oh, das hört sich aber gar nicht gut an. Ich denke mal, da sollte ich mal lieber den Michael informieren. Nicht, dass da noch irgendwie ein falscher Polizist rumläuft, der nichts Gutes im Schilde führt. Ich werde mal nachher den Michael anrufen. Aber jetzt gucke ich erstmal, wie es Robin geht und ob er nicht endlich bald aus dem Krankenhaus rauskommt.